Das Meselzen-Stahl-Experiment. Hier geht es jetzt darum, ob die DNA konservativ, semikonservativ oder dispersiv repliziert wird. Was hat man gemacht? Man hat Bakterien in einer Nährlösung mit dem Stickstoff-15-Isotop angezogen und Bakterien in einer Nährlösung mit dem Stickstoff-14-Isotop angezogen. Jetzt wird in die DNA nur das entsprechende Isotop eingebaut. Wenn man dann die DNA isoliert und eine dichte Gradientenzentrifugation durchführt, erhält man zwei unterschiedliche Banden. Einmal eine Bande weiter unten und einmal eine Bande weiter oben. Das liegt daran, weil in dem Fall des Stickstoff-15-Isotops die Bande schwerer ist und im Fall des Stickstoff-14-Isotops die Bande leichter. Man hat Bakterien genommen, die in der Nährlösung mit dem Stickstoff-15-Isotop angezogen worden sind. Hier das Bakterium einmal dargestellt als schwarzen Kreis oder Oval mit der entsprechenden DNA hier dargestellt als zwei Rechtecke in Rot. Die Bakterien hat man jetzt überführt in eine Nährlösung mit dem Stickstoff-14-Isotop. Man hat sie dort genau für eine Generation wachsen lassen. Bei der dichten Gradientenzentrifugation erhielt man jetzt eine Bande, die genau in der Mitte liegt. Zwischen den beiden Banden, die man zuvor gesehen hat. Was war geschehen? Wir haben eine semikonservative Replikation. Ich nehme gleich das vorweg. Wir haben jetzt neue DNA synthetisiert in den Tochterzellen, welche komplett aus den Stickstoff-14-Isotopen besteht. Hier noch einmal zum Vergleich. Stickstoff-15, Stickstoff-14 und hier entsprechend erst Stickstoff-15 und dann Stickstoff-14. Um einige andere Dinge auszuschließen, hat man dann die Bakterien wiederum in der Nährlösung mit dem Stickstoff-14-Isotop wachsen lassen. Dann erhielt man folgendes Muster. Wir haben jetzt die Bande der leichten Stickstoffisotope und die Bande der mittleren oder der gemischten Stickstoffisotope. Was ist passiert? Die DNA wurde wieder semikonservativ repliziert. Das heißt, wir erhalten jetzt wieder Zellen, die immer noch die ursprünglichen die Stickstoff-15 enthalten mit dem anderen neuen Tochterstrang Stickstoff-14. Das entspricht dann dementsprechend hier der mittleren Bande und wir halten natürlich durch die semikonservative Replikation wiederum eine Bande, eine weitere blaue Bande, also eine leichtere Bande und das entspricht dann später in der Dichtegradientenzentrifugation der oberen Bande hier. Das noch einmal im kurzen Vergleich dargestellt. Erste Generation, zweite Generation. Wer möchte, kann an dieser Stelle Pause machen und das Bild einmal auf sich wirken lassen. Wie sähe denn jetzt die konservative Replikation aus? Rein theoretisch und welches Bandenmuster würden wir haben? Bei der konservativen Replikation bleibt prinzipiell die Mutterzelle intakt und produziert eine Tochterzelle ohne eine neue Synthese für jeden Strang einen neuen Strang. Also dass die dann zusammenbleiben. Ich hoffe, das Bild erklärt sich von selbst. Bei der dispersiven Replikation sähe das Ganze so aus. Und hier sieht man auch, dass es wichtig ist, dass man das Ganze zwei Generationen wachsen lassen würde. Denn würde man die DNA, sage ich mal, komplett gemischt oder würde die sich komplett gemischt replizieren, dann hätten wir prinzipiell so ein Muster und dann hätten wir genau dieselbe Bande nach der ersten Generation. Allerdings kann man das nur durch die zweite Generation ausschließen, weil jetzt die Bande hier in der Mitte bleibt.